Und da kann man halt überlegen, kann da nicht eigentlich Immersion helfen? Können wir nicht eigentlich mit der virtuellen Realität eventuell genau zum Beispiel für diese Phasen, für diese einzelnen Menschen Umgebung bauen, dass es ihnen leichter fällt, zum Beispiel über ihre Gefühle zu sprechen? Warum nicht bei der Arbeit vom Computer, bei einem virtuellen Glas Rotwein, vom Kamin, auf dem Sofa mit seinen Kollegen während der roten Phase sitzen und mal gemütlich über die Emotionen zu diesem Punkt sprechen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass aufgrund der Tatsache, dass wir halt konditioniert sind auch auf diese Situation, dass das helfen wird. Warum nicht in der schwarzen Phase, wo alle kritisieren müssen, auf einmal in einem virtuellen Gerichtssaal zu stehen, wo jeder mal quasi den Ankläger spielt, sich vorne hinstellt und die negativen Punkte nennt? Warum nicht in der gelben Phase alle irgendwie bei der Beachparty am Strand hinstellen und alle groß jubeln müssen, ja gehen? Der Kollaboration. Man darf halt auch bei diesem ganzen Thema Kollaboration, Conferencing, E-Learning und so weiter nicht vergessen, alles hat diese wahnsinnige Lernbarriere am Anfang. Die haben die gleichen Usability-Probleme, sie müssen die Leute da reinbekommen, Leute müssen erst mal lernen, die sich dort zurechtfinden. Es ist nicht einfach. Gut, bevor ich noch mehr Leute gehe, komme ich zu meiner letzten Folie. Ich wollte nur noch mal sagen, also ich finde halt, die wichtigsten Aspekte, die man immer im Kopf haben sollte, wenn es ums Thema virtuelle Welten geht, ist, kann ich einen wirklichen Nutzen daraus ziehen? Man muss sich vor allen Dingen diesen Nutzen auch immer in Anbetracht der Kosten vor Augen halten. Kosten im Sinne von, die Leute erstmal da reinbekommen, die Leute klar machen, wie das funktioniert. Und auch wenn sie es gelernt haben, sie trotzdem immer noch Probleme haben, sich in dieser virtuellen Welt zu bewegen. Aber habe ich einen Nutzen davon, dass diese Präsenz wirklich da ist? Lohnt sich das? Kann ich von diesem Konzept Nähe und Distanz in dem Moment wirklich profitieren, oder ist es eher ein Hindernis? Und wenn es ein Hindernis ist, und wenn Nähe und Distanz und Präsenz keine Rolle spielt, naja gut, dann halt im Web. Warum nicht? Kann ich aus Immersion, kann ich daraus einen Vorteil erzielen? Wie lösen wir dieses Mensch-Maschine-Interface-Problem? Ich habe auch noch mehr Artikel zu meinem Blog schon mal geschrieben. Und wie gesagt, die Zeitschrift zu lesen ist absolut erleuchtend und faszinierend. Die kommen zwar am Ende auch zum Schluss, dass sie sagen, bis wir das wirklich so weit haben, dass wir damit auch wirklich in virtuellen Welten komplett eintauchen können, ist noch ziemliche Zukunftsmusik. Dafür brauchen wir noch irgendwie unendlich viel mehr Rechenleistung. Also die sind gerade in der Lage, das mit Ratten zu machen, dass Ratten irgendwie Teilen des Gehirns abgeschaltet wird und dann wiederum mit Mikrochips die trotzdem beigebracht wird, wie sie diesen Roboterarm bewegen, ist aber wirklich völlig abgefahren. Und ich bin mir da auch absolut sicher, dass wir an den Punkt kommen werden, ob das jetzt unbedingt invasiv ist oder auch nicht invasiv durch irgendwelche Dinge, die man sich da auf den Kopf setzt, dass wir uns wesentlich intuitiver und eventuell auch irgendwann mal voll in diese virtuellen Welten eintauchen können. Und das Thema Standardisierung ist ja auch ein Steckenfeld von mir, darüber konnte ich jetzt heute nicht großartig sprechen. Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit vor allen Dingen Webstandards im Sinne von offenen Standards, die vor allen Dingen im sozialen Web dafür sorgen, dass Interoperabilität hergestellt wird, dass man Identität von A nach B mitnehmen kann. Und ich denke, dass da auch noch sehr viel zusammenlaufen wird in Sachen virtuellen Welten und dem sozialen Web. Aber wie gesagt, dazu beim nächsten Mal mehr. Vielen Dank. Ich hatte ja versprochen, wir machen eine Schlussrunde, aber sollen wir das nicht einfach da rausverlegen, in Anbetracht der Unanimisierungsmittel? Ne? Also, weil ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, also.